sind wieder unterwegs, diesmal in Lüneburg. Und darüber werde ich mir jetzt erstmal einen Überblick verschaffen. Der Lüneburger Wasserturm ist rund 60 Meter hoch. Von hier oben kann man sogar bis Lauenburg und zum Kraftwerk Krümmel gucken. Aber warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Und hier sieht es nicht nur gut aus, es schmeckt auch gut, denn das Wasserturmwasser, das gibt's hier gratis. Oh, schon leer? Tatsächlich, kein Wasser mehr drin. Lüneburg ist viel mehr als nur eine Schlafstadt im Hamburger Umland, denn hier gibt es herrliche Natur rundherum, wie zum Beispiel hier an der Ilmenau. Und es gibt einen wunderschönen historischen Stadtkern mittendrin. Hanseatische Backsteingotik vom Feinsten. Steinstark, steinalt und steht hier in Lüneburg, weil die Stadt früher steinreich war. Und Steinen wie diesem hat Lüneburg seinen Reichtum zu verdanken. Sieht aus wie Salz, schmeckt wie Salz, kein Wunder, ist Salz. Was können die Besucher im Deutschen Salzmuseum denn alles entdecken? Ja, das Salzmuseum ist ein Museum zum Anfassen, zum Begreifen. Wir haben aus diesem Grunde vor ein paar Jahren den Museumspreis des Europarates bekommen. Und hier können die Leute Salz anfassen, sie können Sohle sieden, sie können mit Computerprogrammen irgendwas machen. Sie können aber auch ganz einfach nur staunen. Wer in Lüneburg wohnt, ist übrigens mit 14% Wahrscheinlichkeit Student. Denn auf rund 72.000 Einwohner kommen hier 10.000 Studis. Und die ganzen Studenten brauchen natürlich auch was zum Feiern. Vielleicht gibt es gerade deshalb hier in Lüneburg die größte Kneipendichte Deutschlands. Mich interessiert aber die größte Kneipengüte. Deshalb starten wir hier unseren Kneipencheck im Melzer, Heimstätte und Brauquelle des gleichnamigen Bieres. Prost! Jetzt sitze ich hier mit einem noch einigermaßen kalten Jäfer direkt neben der Feuerstelle im Jekyll und Hyde. Das ist eine ganz coole Rockkneipe. Und ich schätze mal, auch die Hamburger Rocker hätten ihren Spaß. Hier im Zentral gibt es nicht nur eine derbe leckere Currywurst, sondern auch verdammt leckere Cocktails. Und überhaupt kann man hier in der Schröderstraße wirklich von Tresen zu Tresen stolpern. Am schönsten schlabbert sich die Bierkaltschale, aber im Schalli, Schlander. Oder hier im Pons, am wunderschönen Schnittmarkt, direkt an der Ilmenau. Ja. Kneipentester. Nicht nur Kneipenterroristen fühlen sich in Lüneburg pudelwohl, auch die Filmkultur wird besonders groß geschrieben, wie hier im Scala zum Beispiel. Kein Wunder, hier gibt's das beste Kinoprogramm in ganz Deutschland. Ruth, die beste Auszeichnung als Kinoprogramm deutschlandweit, wie schafft man das? Gute Filme, eine gute Auswahl oder eine sehr gute Auswahl, wenn man Bester werden will. Und jetzt zum Ende des Jahres, wie sieht's aus mit dem Novemberprogramm? Im November haben wir zwei Schwerpunkte. Einen, den wir schon immer haben, Europäische Filmwoche, sprich zwei Wochen lang europäische Filme in den europäischen Sprachen. Was ganz neu ist, im November zeigen wir neue deutsche Filme. Jella, ein super Film von Christian Petzold. Wir zeigen Am Ende kommen Touristen, wo der Regisseur Robert Thalheim kommt. Also wir haben viele deutsche Filme im Programm und wo wir auch immer wieder, wo wir Gäste eingeladen haben zu jedem Film. Das Schöne an guten Kinos ist ja natürlich auch das kulturinteressierte Publikum. Tore de Boer ist auch kulturinteressiert. Hallo mein Guter. Hi Marco. Und was du auf die Beine gestellt hast, das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Ja, cool. Du mit Jimmy Carter, wie kam denn das jetzt zustande? Ja, da haben wir vor einigen Wochen den Jimmy und Rosalind Carter Preis für das Lunatic Festival bekommen. Für alle, die es jetzt nicht kennen, Lunatic Festival, was ist denn das so in ein paar Worten erklärt? Ja, das Lunatic Festival ist ein einzigartiges Projekt in Deutschland, wo Studierende voll verantwortlich von A bis Z über 10 Monate sich dem Thema Festivalorganisation erstmal in der Lehre widmen und dann auch praktisch umsetzen.
Und inzwischen ist es halt schon eine richtig dicke Nummer geworden. Somit kommen dann halt auch Bands hier nach Lüneburg wie Blumentopf oder Matzen, Clusone Band, um einerseits halt für die Studierenden so einen Praxisaustausch, Praxiserfahrung während des Studiums sammeln zu können und andererseits natürlich auch für die Bevölkerung hier so ein kulturelles Highlight im Jahr im Sommer einmal anbieten zu können. Wann ist der nächste Termin fürs Festival und was kostet der Eintritt? Anfang Juni, also zu Beginn der Festivalsaison. Und über Preise und genaue Termine empfehle ich die Homepage www.lunatic-festival.de. Also, Pflichttermin auf jeden Fall für 2008, Lunatic Festival. Und da kann man von Hamburg aus auch mal ganz schnell nach Lüneburg fahren. Musik gibt es nicht nur beim Lunatic Festival, sondern auch auf dem Lüneburger Rathausplatz. Dort ist das Rathaus, das ist das älteste Rathaus Norddeutschlands und das Glockenspiel ist was ganz Besonderes. Das besteht aus 42 Glocken aus feinstem Meißner Porzellan und morgens um 8, um 12 Uhr und um 18 Uhr gibt es jeweils eine andere Melodie. Deshalb kann man hier ordentlich mitjammen. Und es gibt einen wunderschönen historischen Stadtkern mittendrin. Hanseatische Backsteingotik vom Feinsten. Steinstark, steinalt und steht hier in Lüneburg, weil die Stadt früher steinreich war. Und Steinen wie diesem hat Lüneburg seinen Reichtum zu verdanken. Sieht aus wie Salz, schmeckt wie Salz, kein Wunder, ist Salz. Was können die Besucher im Deutschen Salzmuseum denn alles entdecken? Ja, das Salzmuseum ist ein Museum zum Anfassen, zum Begreifen. Wir haben aus diesem Grunde vor ein paar Jahren den Museumspreis des Europarates bekommen. Und hier können die Leute Salz anfassen, sie können Sohle sieden, sie können mit Computerprogrammen irgendwas machen, sie können aber auch ganz einfach nur staunen. Wer in Lüneburg wohnt, ist übrigens mit 14% Wahrscheinlichkeit Student. Denn auf rund 72.000 Einwohner kommen hier 10.000 Studis. Und die ganzen Studenten brauchen natürlich auch was zum Feiern. Vielleicht gibt es gerade deshalb hier in Lüneburg die größte Kneipendichte Deutschlands. Mich interessiert aber die größte Kneipengüte. Deshalb starten wir hier unseren Kneipencheck im Melzer, Heimstätte und Brauquelle des gleichnamigen Bieres. Prost! Wir sind wieder unterwegs, diesmal in Lüneburg. Und darüber werde ich mir jetzt erstmal einen Überblick verschaffen. Der Lüneburger Wasserturm ist rund 60 Meter hoch. Von hier oben kann man sogar bis Lauenburg und zum Kraftwerk Krümmel gucken. Aber warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Sieht es nicht nur gut aus, es schmeckt auch gut, denn das Wasserturmwasser, das gibt es hier gratis.
Schon leer? Tatsächlich, kein Wasser mehr drin. Lüneburg ist viel mehr als nur eine Schlafstadt im Hamburger Umland, denn hier gibt es herrliche Natur rundherum, wie zum Beispiel hier an der Ilmenau. Ja, eine richtig dicke Nummer geworden. Somit kommen dann halt auch Bands hier nach Lüneburg wie Blumentopf oder Matzen, Clusoen Band, um ja, einerseits halt für die Studierenden so einen Praxisaustausch, Praxiserfahrung während des Studiums sammeln zu können und andererseits natürlich auch für die Bevölkerung hier so ein kulturelles Highlight im Jahr im Sommer einmal anbieten zu können. Wann ist der nächste Termin fürs Festival und was kostet der Eintritt? Anfang Juni, also zu Beginn der Festivalsaison. Und über Preise und genaue Termine empfehle ich die Homepage www.lunatic-festival.de. Also, Pflichttermin auf jeden Fall für 2008, Lunatic Festival, und da kann man von Hamburg aus auch mal ganz schnell nach Lüneburg fahren. Musik gibt's nicht nur beim Lunatic Festival, sondern auch auf dem Lüneburger Rathausplatz. Dort ist das Rathaus, das ist das älteste Rathaus Norddeutschlands und das Glockenspiel ist was ganz Besonderes. Das besteht aus 42 Glocken aus feinstem Meißner Porzellan und morgens um 8, um 12 Uhr und um 18 Uhr gibt es jeweils eine andere Melodie. Deshalb kann man hier ordentlich mitjammen. Zwei Schwerpunkte, einen, den wir schon immer haben, Europäische Filmwoche, sprich zwei Wochen lang europäische Filme in den europäischen Sprachen, was ganz neu ist. Im November zeigen wir neue deutsche Filme. Jella, ein super Film von Christian Petzold. Wir zeigen Am Ende kommen Touristen, wo der Regisseur Robert Thalheim kommt. Also wir haben viele deutsche Filme im Programm und wo wir auch immer wieder, wo wir Gäste eingeladen haben zu jedem Film. Das Schöne an guten Kinos ist ja natürlich auch das kulturinteressierte Publikum. Tore de Boer ist auch kulturinteressiert. Hallo mein Guter. Hi Marco. Und was du auf die Beine gestellt hast, das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Ja, cool. Du mit Jimmy Carter, wie kam denn das jetzt zustande? Ja, da haben wir vor einigen Wochen den Jimmy und Rosalind Carter Preis für das Lunatic Festival bekommen. Für alle, die es jetzt nicht kennen, Lunatic Festival, was ist denn das so in ein paar Worten erklärt? Ja, das Lunatic Festival ist ein einzigartiges Projekt in Deutschland, wo Studierende voll verantwortlich von A bis Z über 10 Monate sich dem Thema Festivalorganisation erstmal in der Lehre widmen und dann auch praktisch umsetzen. Und inzwischen ist es halt schon... Jetzt sitze ich hier mit einem noch einigermaßen kalten Jäfer direkt neben der Feuerstelle im Jekyll und Hyde. Das ist eine ganz coole Rockkneipe und ich schätze mal, auch die Hamburger Rocker hätten ihren Spaß. Hier im Zentral gibt es nicht nur eine derbe leckere Currywurst, sondern auch verdammt leckere Cocktails. Und überhaupt kann man hier in der Schröderstraße wirklich von Tresen zu Tresen stolpern. Am schönsten schlabbert sich die Bierkaltschale, aber im Schalli, Schlander. Oder hier im Pons, am wunderschönen Stippmarkt, direkt an der Ilmenau. Ja. Kneipentestmuster. Nicht nur Kneipenterroristen fühlen sich in Lüneburg pudelwohl, auch die Filmkultur wird besonders groß geschrieben, wie hier im Scala zum Beispiel. Kein Wunder, hier gibt's das beste Kinoprogramm in ganz Deutschland. Gut, die beste Auszeichnung als Kinoprogramm deutschlandweit. Wie schafft man das? Gute Filme, eine gute Auswahl oder eine sehr gute Auswahl, wenn man Bester werden will. Und jetzt zum Ende des Jahres, wie sieht's aus mit dem Novemberprogramm? Im November haben wir